wer? Moin, ich bin Christopher, bin 33 Jahre alt, wohne in Rostock. Als Beruf bin ich Straßenbahnfahrer hier in Rostock. Meine Leidenschaft ist natürlich der FC Hansa Rostock schon von Kindesbein an. Und ja, jetzt habe ich mein eigenes Projekt gestartet 2019 und habe es mein Fanbus genannt. Bin darüber auch über die sozialen Medien zu erreichen. Und heute wird die Motorhaube foliert. Bei Citroën hatte ich die Farbwahl mit Blau und Rot. Dann hatte ich schon mal vom Lackieren wenig Arbeit, beziehungsweise gar keine. Und dann habe ich mir Ideen gesucht, was ich da Hansa-thematisch mitmachen kann. Und habe mir viele Sprüche gesucht, die frei sind, die man über Fangesänge kennt oder halt allgemeine Sachen mit Hashtags. Und dann habe ich geguckt, was man an großflächigen Sachen machen kann. Bin bei Art Unique gelandet. Und die haben mir viel geholfen mit ihren Graffitis, die sie machen, die sie auch für Hansa machen. Und darüber habe ich das Dach folieren lassen. Und heute ist die Motorhaube dran mit dem Dauerkartenmotiv. Und da habe ich direkt von Hansa das Okay bekommen, dass ich es folieren lassen darf. Und habe hier bei den Kumpels von der Folierbar die Hilfe bekommen, die mir das alles professionell machen, dass das Bombe und super aussieht. Die sind echt kompetent, nett, freundlich, die helfen einem, die passen einem das an. Wenn man eine Idee im Kopf hat, setzen die das für einen auch um. Also wenn man echt nicht die Mittel hat, das zu Hause irgendwie am Computer groß zu machen, die helfen einem, die machen und tun und immer ein offenes Ohr, wenn Fragen sind, wenn irgendwas nicht passt. Also echt, da ist man gut aufgehoben. Ich bin Hansa-Mitglied seit 2018. Vorher hat es immer nicht gepasst, auch finanziell nicht gepasst, aber alles kein Problem. Nachgeholt, Mitglied jetzt endlich und mit Stolz beim den Heimspielen dabei, die es mir von der Schichtarbeit ermöglichen. Ich meine, nun schützt nicht nur den Verein, sondern eigentlich ein komplettes Bundesland. Überall ist Hansa zu sehen. Ne? Jeden Tag sieht man überall Hansa in jeder Ecke, egal in welcher Form. Und Mitglied zu sein ist echt schon wichtig, um jetzt auch den Klassenhalt mit beizutragen. Bei Mitgliederversammlungen, wenn Aufsichtsratwahl ist. Und ja, da kann man direkt dabei sein. Und man hat natürlich auch Vorteile. Ne? Fängt beim Ticketverkauf an, wo man bevorzugt ist. Und das hört halt bei der Mitgliedsversammlung auf. Und da ist es wichtig, dass man dort gehört wird. Da gibt es Mitgliederbefragung. Man kann dabei sein, man kann auch mal seine Meinung äußern. Und das ist ein wichtiger Faktor, auch dadurch Mitglied zu werden. Viele Personen sind ja nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern Mitglied. Das geht ja gefühlt schon europaweit. Und viele kommen auch vom Ausland hierher, von anderen Bundesländern und tragen die Wirtschaftskraft nicht nur für Hansa bei, sondern auch für die umliegenden Restaurants, ne, Touristik. Also es ist ein großer Wirtschaftsstandort, Hansa Rostock. Das ist sicherlich der Aufbau, ne? Aus DDR-Zeiten gekommen, letzte DDR-Meister. Und diese Mythos hat man geschafft, in die Neuzeit zu bringen. Der hält sich bis heute und das ist einfach wunderbar. Von Kindheit an war man eher selten im Stadion, weil man es ja durchs Taschengeld schwierig finanzieren konnte. Aber es fing mit dem Berufsleben an. Ne? Als Straßenbahnfahrer, Abtransport, Hintransport, ne? Da kriegt man die Stimmung auch mit. Ne? Man verfolgt das dann immer so nebenbei im Live-Ticker. Wie steht's? Kommen die Fans freudig zurück? Ist Jubel, sind Geschrei in der Straßenbahn? Ne? Dann macht das richtig Spaß, ne? Wenn man die freudigen Fans nach dem Sieg nach Hause fährt. Und die Stimmung will man natürlich dann selber erleben. Ne? Also wenn man dann am Wochenende feiert, dann geht man ins Stadion. Das ist dann Pflicht. Coole Geschichte ist immer der Klassiker, man kommt an, Oberplatz, Haltestelle voll und man hört und sieht die Stimmung eigentlich schon verweiten, wenn es ein geiler Heimsieg war. Ja, und die Freude überträgt sich dann natürlich auf die Nicht-Fußballfans in der Straßenbahn und die Stimmung ist dann ja, einfach 100% besser. Ne? Jubel, Gesänge, ne, das geht bis zur Endhaltestelle. Und dann weiß man schon, Hansa hat heute ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir Glück haben, bekommen wir über unser Computersystem die Ergebnisse eingespielt. Die kriegen wir über die Leitstelle. Wenn sie nett sind, spielen sie uns die Ergebnisse ein. Und dann kann man ein bisschen wenigstens die Ergebnisse, ob ein Tor gefallen ist, per Textnachricht verfolgen.
allem die letzte Saison war natürlich hart. Viel zu Hause geguckt über Magenta und das war der einzige Weg. Und wenn das nicht gepasst hat, natürlich Hansa Fanradio. Dort die Stimmung verfolgt, die einfach klasse ist, was die beiden Jungs machen. Und ja, es ist eine harte Zeit. Ne? Man versorgt sich dann zu Hause, muss da dann sein Bierchen trinken, seine Bratwurst in die Bratpfanne hauen. Anders geht es natürlich nicht. Und ja, es war eine besondere Saison. Ne? Man hat das versucht, intensiver zu erleben, über sozialen Medien, die Spieler verfolgt, über Instagram, da irgendwie alles Mögliche aufzusaugen, was sonst im Stadion nicht geht. Das erste Mal wieder ins Stadion zu dürfen, war ein besonderer Moment. Man war schon einen Tag vorher aufgeregt, konnte nicht schlafen. Normal, man hat wieder seine Sachen gepackt, Trikot über Schals, alles was geht, mitgenommen. Die Anreise zum Stadion, auch was Besonderes, endlich wieder mit Fans hin, dann der Weg hoch vom Momentplatz, immer wieder ein Erlebnis. Und dann, wenn man ankommt, sieht man die tausenden Fans vom Stadion stehen. Und ja, es ist ein tolles Gefühl, wieder dabei sein zu können. Diese Stimmung, die 2 Stunden vorher da zu sein, das ist einfach ein mega geiles Erlebnis. Das muss jeder mitgemacht haben.